Hier Vera Fans, herzlich willkommen bei Vera Inside. Vera TV Inside. Vera TV Inside. Vera TV Inside. Hallo liebe Vera Fans, herzlich willkommen bei Vera TV Inside von aus Wembley Stadium. Moin Insider und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vera TV Inside vor dem Spiel gegen den FC Schalke 04, nicht aus London, sondern aus Bremen, aus dem Weserstadion. Der 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und wir schauen voraus und auch zurück. Kannst du was dazu sagen? Nein. Ganz genau, wir wollen weniger quatschen und mehr Tore sehen. Augustinsson, oh, it's been spilled. Cruiser! Another goalkeeper mistake in this game. And another goal. It's an equalizer for the skipper today, Max Cruiser. Eggestein, might he win it? Oh, it's a foul by Fährmann, is it? It doesn't matter. Junuzovic has grabbed a winner. Werder Bremen at the death. An incredible turnaround into the final 15 minutes of this game. Schöne Erinnerungen an das letzte Spiel auf Schalke. Damals waren wir übrigens 15. die Schalker 5. Dieses Mal sind die Vorzeichen auf jeden Fall umgekehrt. Nö. Oder auch nicht. Also wenn man sich die reinen Kader anguckt und die Möglichkeiten, dann ist natürlich Schalke 04 der klare Favorit in dem Spiel. Da müssen wir nicht drum rumreden. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass wir am Ende gewinnen müssen. Understatement? Okay, machen wir. Aber so ein bisschen Selbstvertrauen sollte nach dem Saisonstart schon da sein, oder? Das ist jetzt die Schlagzeilenfrage, ne? Ja, genau. Aber auch anderen ist mittlerweile aufgefallen, dass hier in Bremen gerade etwas entsteht. Ja, momentan sieht das wirklich gut aus. Also ich denke, das ging jetzt stetig immer so ein Stückchen bergauf und man erkennt einen Weg, den man gehen möchte. Die jungen Spieler, die da jetzt hochkommen, machen alle eine gute Figur und da ist man, glaube ich, auf einem ganz guten Weg. Ja, die Bremer spielen, wie gesagt, momentan den schöneren Fußball, das ist klar. Schalke eigentlich seit langer Zeit immer relativ kontrolliert und nicht wirklich Spektakel auf dem Platz. Ich sehe Bremen eigentlich von der Qualität her momentan vorne. Bei Schalke ist natürlich wieder Unruhe drin und es wird nicht einfach. Doublesieger Fabian Ernst, ein echter Fachmann eben. Für euer Fachwissen haben wir jetzt den ganz besonderen Insiderblick. Diese 14 Meter und drei Achsen bringen unsere Jungs jeden Spieltag sicher ins Stadion. Ja, wir zeigen euch heute den Werder Mannschaftsbus. Den ihr von außen sehr gut kennt, wollen wir euch jetzt mal von innen zeigen, wenn Kai uns die Tür öffnet. Moin Kai! Moin! Das ist unser Busfahrer seit dieser Saison. Kai begleitet die Mannschaft zu jedem Bundesliga, zu jedem Pflichtspiel, zu jedem Testspiel. Bist du der Fahrer? Mit welchen Gefühlen fährst du sie zum Stadion? Weiß man das schon, ob sie gewinnen? Nein, das weiß man natürlich nicht. Ich versuche natürlich, sie sicher und heile hinzubringen zu den Stadien. Die Mannschaft ist dann ja fokussiert aufs Spiel. Sie sind ruhig, sind leise. So kann ich auch meinen Turn dann abfahren und bringe sie dann sicher zum Stadion. Sich unsichtbar machen. Genau, so ungefähr. Was wir jetzt für euch sichtbar machen wollen, das ist das, was hinter uns liegt. Sind ein paar Sitze, wie viele genau? Wir haben 37 Sitze. 37 Sitze, teilweise mit Liegezone. Das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Danke bis hierhin. Ist, glaube ich, klar, wer hier sitzt, die das ganze Ding steuern. Florian Kohfeldt und Frank Baumann. Dahinter in der Reihe, da kommen dann die Co-Trainer. Hier sitzen Horschi und Boro. Hier vorne Stoxi, Holger Berger, Physios, das heißt Flo Lauerer oder auch andere. Mit Pokertisch übrigens. Bin ich gespannt, wer da gewinnt. Ich glaube, Kiki ist so mein Favorit, aber weiß ich auch nicht. Analyseteam und ab hier geht's dann los. Hier ist dann die Players Lounge sozusagen. Wir wissen, Niklas Moisander sitzt hier vorne direkt. Dann haben wir Claudio. Claudio sagte auch irgendwie, dass er hier vorne sitzt. Auf jeden Fall mit Beinfreiheit, also in Liegeposition. Ich kann das mal austesten. Ja, ja, ja. Das kann man machen, aber das muss eigentlich noch mehr geben. Ich glaube hier, oh, man kann das hier noch so, ei,
Schicko, kann man sich so ein bisschen einstellen, wie man jetzt liegen möchte. Das ist nicht schlecht, ne? Ah, dich zurücklehnen. Und wenn man dann so ein Spiel gewonnen hat, dann hier so genießen, das ist nicht ganz verkehrt. Und ganz hinten gibt es noch ein extra, werde ich euch mal kurz zeigen. Ein Tisch mit ein paar Karten. Jetzt könnt ihr dreimal raten, was hier so gespielt wird und wer hier sitzt. Na, kleine Idee vielleicht. Da vorne sitzt auf jeden Fall auch Martin Harnik und da sagte uns der Cheftrainer, der spielt immer Fortnite im Bus. Ich weiß nicht, ob er es vor dem Spiel macht, ich schätze mal nicht. Denn vor dem Spiel, so sagte uns Clemens Fritz, da herrscht hier angespannte, aber gelassene Konzentration. Jeder ist so ein bisschen für sich beschäftigt. Der eine schaut sich nochmal irgendwelche Videos vielleicht an, der andere hört Musik oder irgendjemand zockt vielleicht auch für sich alleine auf dem Handy irgendwas. Auf jeden Fall eher so für sich. Wie sieht es nach dem Spiel aus? Das ist ja das Entscheidende. Nach dem Spiel wird wahrscheinlich hier auch im Mannschaftsbus gefeiert. Gibt es hier hinten eigentlich Getränke, Kai? Zack! Ganz viel Wasser, ein paar schöne Fruchtdrinks von unserem Sponsor Filser. Diese Einheit hier, da findet man dann so alles, was man sonst eventuell noch bei so einem kleinen Fauxpas auf so einer Busfahrt braucht. Für die Kaffeemaschine natürlich, die hier mit an Bord nicht fehlen darf. Auch noch das nötige Besteck etc. Und hier drunter, da findet man das, wenn man mal austreten muss. Ich schaue mir das mal an, da bleibt ihr aber draußen. Oh, ganz egal, wie lang die Fahrt dann ist, sie ist auf jeden Fall bequem mit allem, was das Profiherz begehrt. Ja, und wenn unsere Jungs dann angekommen sind, dann können sie ausgeruht ins Spiel gehen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt einen kleinen Einblick bekommen ins Profileben und was wollt ihr eigentlich als nächstes sehen? Wir haben hier oben in der Ecke eine kleine Abstimmung für euch. Ist es der Schuhraum? Ist es vielleicht der Kraftraum? Oder ist es die Stadionregie? Stimmt ihr ab, was ihr als nächstes sehen wollt? Wir geben euch den speziellen Blick hinter die Kulissen. Bevor der Bus unsere Jungs mit nach Schalke nimmt, nehmen wir euch mit auf die Länderspielreise. Denn dort waren unsere Jungs auch weit unterwegs, unter anderem Jiří Pavlenka. Und der hat sein großes Kindheitsidol getroffen. Hier ein wunderbares Bild aus seiner Jugend mit Tomáš Galášek. Tomáš Galášek, ich weiß es nicht genau. In Diensten von Ajax Amsterdam gerade noch die tschechische Legende sozusagen. Heute hat Jiří einen kleinen Schuss gemacht, kann man sagen. Ein bisschen größer mittlerweile als Tomáš. Ja, ein Kindheitstraum geht in Erfüllung. Ich kann es euch sehr empfehlen, die Insta-Story. Da ist nicht zu viel, nicht zu wenig. Also man kriegt schöne Einblicke in sein privates Leben. Echt zu empfehlen. Ein anderer Kindheitstraum, der in Erfüllung gegangen ist, das ist der von Claudio Pizarro in London. Und wir waren zum Glück mit dabei. Hallo, liebe Werder-Fans. Wir sind heute in London und wir werden Seahawks gegen Raiders gucken. Ich freue mich riesig, weil ich bin ein großer Fan von Seahawks. So, ich hoffe, ihr werdet es auch genießen. Claudio, was ist das für ein Gefühl, heute hier bei dem Spiel deiner Seahawks an der Seitenlinie zu stehen? Eine beste Gefühl in meinem Leben, muss ich sagen. Ich habe nie gedacht, dass ich werde hier auf dem Platz sein. Und meine ganze Mannschaft hier zu sehen, ist etwas Besonderes für mich. Ich bin wirklich sehr begeistert, hier zu sein und ich bin noch mehr aufgeregt als meine Kinder. Für mich ist es etwas Besonderes hier, weil ich gucke jedes Spiel von den Seahawks und heute hier zu sein ist der Wahnsinn. Kindheitsträume von Claudio und von Jiří, das gibt es eben nur hier bei uns bei Werder TV Inside. Könnten wir doch eigentlich auch... Kannst du was dazu sagen? Nein. Einen Kindheitstraum haben wir aber noch und der ist von ATX Artworks. Hier im Weserstadion durften sie eine Wand mit Graffitis besprühen und ich finde, es ist ziemlich geil geworden. Das ganze Video dazu findet ihr auf YouTube in der Infocard. Auf jeden Fall mal reinklicken und anschauen, das lohnt sich.
Wenn wir jetzt gerade schon bei Kindheitsträumen sind, was waren eure Kindheitsträume? Schreibt es uns in die Kommentare unter dieses Video. Ja, und einen Traum, den haben wir alle fürs Wochenende. 3 Punkte gegen Schalke und Davy zusätzlich noch ein Einmalgewinn gegen Florian Kohfeldt an der Tischtennisplatte. Gut ist auch, dass er nicht so gut Tischtennis spielt. Das haben wir auch schon festgestellt. Also auch im persönlichen Umgang sind wir uns sehr nahe gekommen in letzter Zeit. Hey. Du hast den Kopf geschüttelt jetzt. Ja. Ich bin besser als... Ja. Als wer? Als letzte Monat. Ja, also die meisten Spiele bin ich besser, aber nicht... Nein. Wir alle üben fleißig weiter und fordern irgendwann einmal unseren Cheftrainer an der Tischtennisplatte heraus. Das werdet ihr dann natürlich auch wieder sehen. Jetzt schauen wir aber erstmal FC Schalke 04 gegen den SV Werder Bremen. Das Topspiel am Samstagabend, die Highlights, das ganze Spiel und die Reaktion zum Spiel seht ihr wie gewohnt bei Werder TV. Die PK gibt's dann auch bei YouTube wieder. Wir sehen uns nach dem Wochenende wieder, hoffentlich mit 3 Punkten mehr auf dem Konto. Bis dahin, tschüss. Ach ja, abonniert den Kanal und schaut euch das Video an. Ha, das wäre ja fast ein Glück. Also, abonnieren, Videos anschauen.